Professor. Wie? Ach, ich bin ja wohl wieder in einem unpassenden Moment. Ich habe gerade genächst. Ja. Entsetzlich, einfach entsetzlich. Egal! Er soll entlang kommen! Entron. Ach, das, nein. Ich meine, jetzt reite ich den langen Tunnel. Ja. Ach, dumm! Naja, kennen wir schon. Macht er das bei allen? Ja, überall. Das heißt, auf Tage kein Durchkommen mehr. Jetzt müssten wir weggehen, hinten müsste alles explodieren und sie müssten durchkommen. Scheiße, das habe ich nicht alles abgesucht. Ne? Schön, dass ich jetzt auch. Oh, nein, ich kann doch nicht durch die Wüste leiden. Ich kann nicht durch die Wüste leiden, wie schade. Dann muss ich irgendwo anders drum leiden. Oh nein, der scheiß Junge schon wieder. Erschieß den doch bitte mal. Ich könnte auch nochmal schlafen bei der Gelegenheit. Soll ich mich denn vor ein Hotel zu betreten und dafür bezahlt zu haben, Schatz? Kettenarsch. Ich muss dafür immer noch bezahlen. So bin ich überhaupt der größte Held aller Zeiten. Wenn man bezahlen muss. Ist auch in jedem Spiel so, ne? Man muss, es gibt gratis Dinge und dann muss man bezahlen. Selbst wenn sie wissen, dass man der legendäre Held ist und so und sie alle retten wird. Man muss auch immer noch für die Ausrüstung bezahlen, ne? Das ist die einzige Hoffnung der Menschheit, aber bezahlen muss man schon, ne? Das geht man nicht ohne, ne? Das geht nicht. Das ist. Nee, das geht nicht. Absolut unmöglich. Geht einfach nicht. So. Dann gehen wir jetzt hinten rein. Wir gehen hinten rein. Kapiert. Hinten. Dabei kommen wir doch von vorne. Wie ich sehe, haben sie ihr kleines Abenteuer überlebt, Leutnant. Ich weiß schon wieder nicht, wie ich ihn gesprochen habe. Toll. Erfreut, erfreut. Melle! Fangen Sie erfreut! Hauptmann, können wir ganz über Trumpf verfügen und zum Sturm blasen! Ich glaube, wir haben tiefer gesprochen, oder? Gute Güte, Leutnant. Die tätigen dabei schütteln so viel auf einmal. Hä? Wie mein? Angriff ist natürlich ganz ausgeschlossen. Wie bitte? Das ist Kugelschaden. Freiwillige Männer ändern die Sache nachher ganz beträchtlich aufziehen. Indeed, meine Männer, sind du keine Gefangene mehr. Diese freudige Wendung ist in der Tat eine Änderung. Also es bleibt ein unerschütterlicher Fakt. Legen Sie doch einen Diamant mit der Bedingung, was und denken etwas offensiver. Ein unerschütterlicher Fakt, dass ihr Sturm und Platz eine Aufgabe der Infanterie erstellt. Meinen Männern kann ich gewiss eine wirkungsvolle Kanonade veranstalten, aber keinen Frontalangriff. Herr Leutnant, in 0,6 das Leben bei, Hauptmann! Verwassiv-Material, ein Soldaten! Improvisation ist jetzt keine Planung, Leutnant. Die taktische Grundordnung verlangt ausdrücklich nach Infanterie. Das Leben mit, zur Genüge! In Selbstlage genug dabei! Mal, damit, mal trittiert worden! Aber hier ist es Unfug! Leutnant, Sie können es wagen, aus pirrenden Fundament unseres Daseins zu rütteln? Die Vorschriften! Ich kann sie als soldatischer Geist so zerrütteln lassen, um das Wesen seiner Existenz derzeit zu verleugnen! Ich fürchte beinahe, sie tadeln zu müssen! Das ist Ihre Reaktion? Sie sind nur für den einzelnen Soldaten mit Kampflust die Nase und legen ansonsten Hände in den Schoß? So wie Ihr Lala auf mich wirkt, werde ich doch weiterhin den Weg der Vernunft folgen, Madame. Falls wir Ihnen auch noch einen Schwung von Touristen beschaffen, könnt ihr damit Ihrer Hilfe rechnen, Herr Hauptmann? Infanterieunterstützung? Nun, das endet die Sachlage natürlich. Beträchtlich. Ja, also gut, gehen wir. Dann, Schatz. Ich habe wirklich verrückte Einfälle. Es sollen sie nur einen Schwung von Fußsoldaten auftreiben. Wir müssen gemeinsam was Sachen machte. Von dem Spiel wird mir schlecht, ey. Suche nur Glück, aber denken Sie mal Zeit an meine Worte! Ja, nachdem wir jetzt drei verschiedene Stimmen für den Kerl hatten, können wir weitergehen. Der Captain Bull ist bedächtig bis zum Einschlafen. Unser Widerwille ändert nichts. Wir müssen eine Anzahl Fußsoldaten besorgen. Hier! Eins von diesen Kamelrahmen! Zwei gute Infanterist! Muss derben und genügsam sein! Lieber Leutnant, das sind Sie doch großartig. Achtung, Halli Pillenbereit, sondern das sagt doch niemand klar Verstand. Gib mir gegen einen Menschenschlag, das Bild des Leutnants vollkommen entspricht. Die Beduinen der Wüste sind furchtlose Krieger, sagt ihn. Zahlreich sind sie auch. Wenngleich sie eben sehr versteckt. Müsst ihr direkt einmal finden. Verschwinde! Sterb in der Hölle! Man kann ja nicht durchlaufen. Du buddelst Wundsalbe aus. Okay. Reden wir doch da mal. Mit dem Gespenst. Wie ist es nicht? Tatsächlich, das ist doch ein Bilderbuchexemplar.
Was wollt ihr, Fremde? Wenn wir umgehen, Länge und Breite des Nächte legen, bin und Lager auf dem Ofen liegen, geil! Oder soll ich das tun? Plane, sein Lohn nicht ordentlich drin, schwitzen zu lassen und einen todsüdigen Angriff zu stecken! Schön. Du meinst, du könntest die stolzen Söhne in der Wüste herumkommandieren, als wären sie nur winzelnde Hunde wie die Leute hier? Jawohl! Die Wüste würde dich verschlingen, deine Oh, unsere Lage kommt, Fremde. Deine Beine in unsere Lage werden. Also auf den Versuch ankommen! Wie verrückt, das soll man nicht verkehren. Ich will auch nicht mit dir verkehren. Ja. Wir greifen! Hat er etwa Angst, dass doch sein Lehrer finde? Doch seiner. Bei meinem Bate, fordere ihm nicht heraus, Fremder! Hör auf, geschlecktes Hühnergekacke! Bist du eine Herausforderung? Kannst du haben! Geh in den Nordteil der Wüste! Dort magst du versuchen, unsere Lage zu finden! Wenn die Sonne auf dich herabbrennt, wenn dein Wasser versiegt, wird der Sand dich übermannt! Frage dich, hinter der Großspur in Worten genügend Mut steckt, uns für die Wüste aufzunehmen! Dann ist es zu spät! Wenn die Wüste betritt, muss siegen oder wird scheitern! Norden der Wüste, Fremder! Da liegt deine Herausforderung! Bestehe oder vergehe! Hrsa! Ich glaube, er ist wütend. Alles andere als ein Zuckerschlecken, liebe Freunde. Die Wüste ist allerdings unerbittlich. Ach. Ich könnte doch speichern. Ganz oben. Sind bereit, unsere Wüstenwagen anzutreten? Ja? Ah ja, das war irgendwie das, ne? Herzlich willkommen in einem der lebensfeindlichsten Orte der Welt. Wie du siehst, siehst du fast nichts. Du kannst dich frei über die Karte bewegen und an jedem Punkt deiner Wahl die nähere Umgebung kunden. Enter. Dabei werden immer dein aktuelles wie dein angrenzendes Kartenfeld aufgedeckt. Oase gilt also gefunden, sobald du Oasensee siehst. Dann los! Moment. Was ist ein knappes Gut in der Wüste? Und zum Glück habt ihr einen Vorrat dabei. Hier steht, jede Suchaktion wird nun eine Wassereinheit verbrauchen. Spaß damit, denn das Wasser braucht es bedeutet euren Tod. Viel Glück. Was willst? Raubgesindel! Oh, Wüstenräuber. Ja, mach mal platt. Da kenne ich nichts, ne? So, mache ich jetzt mit Feuer oder mit Eiskalt? Wirbel den Speer, toll. Was ist das für ein Speer, dass der alle vier gleichzeitig angreifen kann? Was haben die für Klamotten an, dass sie schon wieder einen Granatwerfer überleben? Wasser, ungeheuer, ungewohnt, Überraschung und Feuerwaffen. Okay, also Eis und... Ich hätte mir das zweite vielleicht auch merken sollen. Wird schon passen. Ist eh nicht so wichtig. Ist es nicht so, als könnten wir uns irgendwas anhaben. Und es war das Richtige, gut. Und tschüss. Tschüss, tschüss und auch nicht tschüss. Heilen und Erfrischung. Ja, ich klopfe mein zelles Leber. Warum? Halt noch nichts aus. Simulieren doch bloß, dass sie gewinnen. Immer noch nicht tot. Und tschüss. Toll. Überwinde den Schock. Das ist mir jetzt auch egal. Sieg! Hi! Schulterrahmen 2, wie schön. Wasser 49. Nein, hier gibt's nichts. Bäume! Hey! Straße, seht nur! Das ist ein zerführerisch. Ich hoffe, es ist nicht trügerisch. Ich bin geil, Freunde. Wir haben die Wüste bezwungen. Jetzt 150 Erfahrungspunkte. Wirklich schweres Minispiel. Seht ihr nur, meine Freunde zusammengelaufen, uns zu begrüßen. Das ist eine sehr optimistische Interpretation der Sachlage, Herr Professor. Aber seit einer geraumer Zeit beobachtet, Fremde. Eure Wüstengangtechnik ist erbärmlich. Eure Ausrüstung war Witz. Ihr habt Glück gehabt. Los Glück, unsere Art, euch Zufall gefunden zu haben, bevor die Wüste euch schlingen konnte. Was siehst du? Ich hab doch gesagt, die schaffen das. Ja, ja, spiel nicht so auf. Hier hast du deinen Gewinn. Euer Glück endet hier. Wir dulden keine Eindringlinge in unsere Oase. Was die Wüste versäumte, holen wir nun nach. Einfach so viel verbriesene Gastfreundschaft der stolzen Beduinen. Wie schändlich, meine Herren.
Zeiten haben sich geändert. Wer weiß in diesen Tagen noch, wer Freund und wer Feind ist. Wir müssen zuerst an unsere Sicherheit denken. Warte. Ich kenne diese da. Ich selbst weiß, der ihn auf dem Bazar von Backfisch sagte, sie mögen nur kommen, wenn sie sich trauen. Wenn jemand die Schuld an ihrem Eindringen trifft, dann muss ich derjenige sein. Ich kenne dich. Deine Zunge ist locker und leichtfertig und nur zu oft ist sie schneller als dein Verstand. Dein Herz sah schon immer klarer als dein Hirn. Das Hirn sieht nicht. Es verarbeitet bloß die Augen, Information des Auges. Verarbeitet bloß das Auge der Information. Ja. Er ist wieder dort kaum zu uns gelockt, wenn sie nicht freundlich und lauter wären. Ja, ich bin ziemlich laut. Er ist bereit für die fremden Bögen, solange sie sich unsere Oase aufhalten. Ja, das wäre ich. Also gut. Und wieder habt ihr großes Glück, Fremde. Ihr dürft bleiben, vorerst. Das letzte Wort hat allerdings der Scheich. Geht zu seinem Zelt und hofft dort auf seine Nachsicht. Auf seinen Nachtisch. Ich will nur für euch hoffen, dass ihr einen wirklich guten Grund für euren Besuch habt. Darf ich in unser aller Namen meinen Dank für die Einladung aussprechen. Jetzt laufen sie einfach weg. Ey, da ist ein Bild gelaufen. Cheater. Das geht doch nicht. Tatsächlich durch Wüste geschafft, Fremde. Ihr seid wahrlich erstaunlich. Wie mein? Ich sagte, es ist schon erstaunlich, wie Sand sich in meinem Gesichtskinn versetzen kann. Zuerst sieht das ganz schön heimlich aus, als Experiment aus Nemos Küche. Naja, die Sache stinkt mir doch. Bis jetzt. Ich finde das Gegengift. Der Krug ist leer. Boah. Dass alles so schnell leer ist. Ziemlich häufig genutzte Wasserpfeife. Finde das Gegengift, hey. Bin ich dafür. Also, du kämpfst sie einfach chancenlos gegen diesen Deckel. Ich habe offenbar ein Musterhaus, Frau. Oh ja, das kenne ich. Deckel sind schlimm. Beiden Kiegeltöpfe wären unterscheidbar, wenn nicht an einem noch ein Stückchen Wüstenlatte klebt. Wären ununterscheidbar. Ich kann sie trotzdem nicht unterscheiden. Der schlanke, lange Hals zeugt von großer Töpfe um sich. Den Inhalt am unbefugten Dunst dahin eine großartige Arbeit. Ha, Angeber. Allen Dünen, immer wenn man was braucht, tun sich Schwierigkeiten auf. Arren! Ich brauche Salz aus meiner Kiste. Dummerweise habe ich den Plan verlegt. Tut mir was so, als hätten wir nicht lange genug in der Sonne gewesen. Als wären wir nicht lange genug in der Sonne gewesen, um das zu verstehen. Das ist ja wirklich etwas sehr Kostbares. Verstehe. So habe ich eine Kiste. Verstehe. Die habe ich als Salz getan. Du hast einleuchtet. Und nun komme ich nicht mehr durch die Treibsand. Vielleicht gehe ich erst einmal 8 Stunden in die Sonne und wir reden dann weiter. Na, was denn da nicht zu verstehen? Meine Kiste habe ich in den Treibsand gestellt, damit ich jeder an sie ran kann. Damit ich aber jederzeit wieder gelange, habe ich einen Plan an der Treibsandfälle angelegt. Ich finde ihn nicht mehr und gerade jetzt brauche ich Salz. Typisch orientalisch Stilllebenmotiv. Dann Feigen und Granatäpfel. Granaten, schön. Ach nee, echt? Geringe, wie? Posten einstellen! Wie im Auge behalten! Schön. Ich nehme dann einfach mal den Wassereimer mit. Euer Saft! Wer Geräten sammelt! Naja, wahrscheinlich dieselben, die Fliegen sammeln. Riecht nach klebriges Füße. Warum laufen die Kinder? Naja. Hallo, gib mal dein Geld. Gold. Ja. Kriegst mich nicht. Dummes Spiel. Krug ist randvoll mit Skorpionpanzern gefüllt, sodass ihr wieder etwas Neues über bizarre Sammelleidenschaft gelernt habt. Toll, kann ich die nicht mitnehmen für meine Sammlung? Trockenblumen haben gewiss ein Vermögen gekostet. Warum? Soll ich eigentlich in Abwesenheit meines Hannes anzusprechen? Na toll, jetzt geht das wieder los. Ich kläre das. Hä? Oh. Finde das Balsamöl bei der Gelegenheit mal, ne? Hallo. Komm, das ist ja nicht die Zeugung, verschwätze das! Fertig. Ist ganz sauber gemacht, liebes Wesen. Der Tour hält 50 Erfahrungspunkte. Wie lang, Fremde? Ich mag es einfach nicht, selbst mit Skorpionen teilen zu müssen. Aber mir umgeht, bevor ich noch meinen Mann hier sieht. Schade, mehr kommt nicht. Cool, den habt ihr schon gelernt. Ich gehe dann mal. Wenn wir hier stehen lassen können! Pardon. Ja. Wir können. Mhm. Ich
Schaden, mehr Kumpen. Oh, da gibt's keine Animation. Ah. Und hier sieht's aus, als würde ein Stück Zelt fehlen und einfach nur... Also hier so da oben, ne? Es müsste irgendwie noch ein Stück weiter gehen. Ist das in jedem Zelt? Fällt mir gerade so auf. Sieht aus, als wäre da nämlich... Ja, es ist in jedem Zelt. Sieht aus, als würde oben ein Stück Textur fehlen. Und die Rundigkeit komplett, also unten rum, ne? Ich würde sagen, ich zeig's euch jetzt, aber... Ohne Mauszeige ist das ein bisschen schwierig. Acht drauf, nicht den Treibsanfälle zu erraten, Fremde. Das ist unser Lager, bilden sie zuweilen einige davon. Aha, okay. Ja. Da ist auch eins. Monster aus dem Sumpf. Okay, da geht's auch nicht lang. Da geht's auch nicht lang. Ich kann nicht über die... Ja, ich kann nicht drüber laufen, toll. Ganz große Wurst. Oh. Ich finde schon einen Weg. Ich finde schon einen Weg. Ich verschwinde gleich aus dem Bildschirm. Nein, doch nicht. Wir laufen doch mal rein, weil ja. Weil Buntstift. Ach, verdammt. Nein, hier geht's nicht lang. 3 Stunden später. Hast du schon gesehen, wie ich in einem Treibsandfeld laufe? Findest Riechwasser, findest Badehuhr, findest Salz. Yeah, ich hab Salz gefunden! Das weiße Gold! Ach, verdammt. Will ich jetzt bald mal hausen? Danke. So. Warum sind die... Okay, jetzt hat er sein Salz. Hier! Hat er Salz! Danke, Fremder. Das war eine große Hilfe. Ah, jetzt geht es mir gleich viel besser. 50 Erfahrungspunkte. Danke, dass du das Salz gebracht hast, Fremder. Der Wüste wiegen das Salz was mit Wasser auf. Ist Wasser nicht irgendwie schwerer als Salz? Also jetzt von der Mengenproportion. Ich halte das in die Fresse. Sei ruhig! Nie über Dinge reden, von denen man gar keine Ahnung hat. 3 vom Stein unter der Düne, 2 nach oben, so gleich zur Seite. Ich hasse dich. Weiß dem Scheich euren Respekt, Fremde, oder es wird euch schlechter gehen. Oh, die fliegenden Schiene schon oft über unsere Lage gequerten, haben sie noch nicht ein einziges Mal ihr Höllenfeuer abgesandt. Das ist uns wohl für ungefährlich. Ha! Da haben sie verdammt doch mal recht. Was machen die 2 da? Ich will es gar nicht so genau wissen. Ach, sie müssen sich das aus den Augen lassen. Wer sich sicher fühlt, gehen jetzt zugrunde. Sie kommt! Ich war schon da! Oh, ich stehe schon in der Wüste. Na gut, borge mir deine Ziege. Vielleicht, meine Ziege ist gar nicht da. Kann es sein, dass du mir gerade reißt ins Gesicht, Glücksfreundchen? Hör mal, wie glaubst du mir? Meine Ziege oder mir? Oh. Okay. Und nochmal. Ich glaub. Was kann ich da haben? Meine Wäsche. Schon wieder voller Staub. Schonwaschgang ist eingeschaltet. Ja, diese guten alten Waschmaschinen, die haben immer funktioniert. Geht, geht, ihr Fremd auf den Fluch, der fliegende Schiene über unser Land gebracht. Wo will sie denn das wissen? Ist doch gerade erst gekommen. Pff. Deswegen haben Frauen nichts zu sagen, weil sie einfach von nichts einen Plan haben. Sexismus und so. Ehefrau Nummer 2, ja. Hoffentlich sind wir auch bald rum, dann bin ich wieder mit dem Abwasch an der Reihe. Ach, es geht auch ein nichts über ein wenig Abwechslung. Hallo, wir haben Kleckern. Das kleckernde Ehemänner, anfangs wäre ein Gerätschaft und diese völlig sinnlos. Ja. Suchst einen Weg nach billigem Öl und günstigen Salben. Toll, findest Zündmittel. Ich hatte da gerade eine Zündenidee. Du klappen mir das weh. Hier reizt ein ganzer Geruch voller bunter Bänder. Die getrocknete Lamm-Dämme-Knechte. Wie war das? 1800 erfanden die Türken das Schafskondom? 1900 perfektionierten die Briten es, indem sie den Markt arm. Ach Gott.
Okay, ich höre schon auf, Witze zu erzählen, wenn ich nicht weiß, in welcher Reihenfolge ich was sagen muss. Klug fängt lediglich den gelegentlichen hereintröpfelnden Sand auf. Nummer 3. Glück hat mein Mann einen ordentlichen Appetit. Sonst kann ich mich wieder einen langen Tag beschäftigen sollte. Feigen, Datteln, Feige, Feige, Datteln, Feige. Das sind aber ziemlich große Feigen, Datteln, wie auch immer. Honig, Heuschrecke auf einem Haufen Kamel. Gott, kurse die Kunst, sondern es warm halten. Es warm halten. In der Wüste. Ist schwierig. Welcher Wüstenwind? Habe ich in meine Nase geht, Fremde. Einige Dinge verfahren wir. Sehe meine Augen da. Welche Anmut fühle in mein Zelt? Zwei charmante Grüße. Es gibt also doch Binde und Leben an diesem Landen. Zwei Kamele. Schlagt eins, weil ich noch nicht wieder bei Sinn bin. Wie bitte? Oder? Sind Sie ja los? Toll, ist mir jetzt 5 Kamele wert! Ich weiß gar nicht, wo du gleich noch wütender sein soll. Darüber, dass du dich auf meine Schache mich überhaupt einlässt und darüber, dass ich bei dir auf eine Ebene mit 5 Kamelen langschiere. Also gut, 3 Kamele für diese spröde Rose der Wüste. Hört mal, ich höre niemand zu. Ich bin nicht zu verkaufen. Natürlich sind das nicht, Knechte. Wir haben uns schließlich so einen Sie gewöhnt. Und so hier sein, wäre der Herrsch, wäre der Scheich, ein ganz anderer. Also keine für die Frau! Kommt zu keinem geringeren Nutzen, als ihn die Unsterblichkeit zu verschaffen, großer Scheich. So! Unsterblichkeit? Fahre fort, Fremder! Wahrhaftig, das ist eine Gabe, die mich sehr interessiert. Steine Prüf, bestehen Sie, wie den Namen Wege weitergetragen, als selbst der Wüstenwind blasen kann. Ist der Wüstenwind weiblich? Ihn wegen zeitübergreifend Ruhm, die Achtung der Stämme, ein Platz in den Träumen der Zukunft. Ist es übrigens Hussein, ne? Ach so, eine Allegorie. Ich hatte eigentlich etwas Handfesteres für das Hier und Jetzt erhofft. König von Backfisch. Backfisch, hm. Professor, lass mich nicht zwei Sprechen draußen, die entschieden zu hochgegriffen sind. König von Backfisch. Backfisch. Ha, das wäre was. Wie oft haben sie so hoch oder die Städte auf mich und meine stolze Wüste schon abgesehen. Oh, aber vor einem König müssten sie die Knie beugen und sich im Staube bewinden. König Hussein! Haha, was muss ich tun? Eine Atombombe bauen. Aha! Operationsplanung steht an! Übernehmen wir! Also, folgende Lage! Fügen bereits über Sprengwerke, Kanoniere, Minoniere, um die Mauer Backstisch zu verschießen! Brauchen bloß noch ihn, seine Männer, um die geschlossene Bresche noch brennen zu können! Brennen zu können? Moment, ich soll Backstisch stürmen. Backstisch? Vom Krump selber stotzende Metropole? Exakt! Steine in den Tiefen sich die schrecklichen Schienen mit ihren Waffen des Teufels eingerissen haben? Jawohl! Und gütiger Leutnant, verstehe ich das unter Überzeugungsarbeit? König Hussein! Sieger steht natürlich die Beute zu! Das ist Tradition! Ich mach's! Wie bitte? Einfach so? Keine Einschränkungen, Vorbedingungen oder andere erst erfüllende Dinge? Ah, wenn du erstaunt bist, bist du doch begehrenswerter! 4 Kamele! Der Angriff wäre wahrscheinlich, bleiben wir erst einmal bei diesem Thema. Gestatten Sie mir, Ihnen schon mal für den vorbildlichen Kooperationsgeist zu danken. Schade es, da wäre nur eine Kleinigkeit. Ach, ich wusste es. Ich kann das Groß meiner Männer nicht aus der Oase entsenden, solange uns ein entsetzlicher Feind bedroht. Aber in diesem Moment patrouillieren meine stolzen Krieger durch die Wüste, um uns vor dem Gegner zu warnen. Was ist ein Gegner? Es ist der eingeschworene Feind eines jeden aufrechten Beduinen. Es ist uns gegenüber ein blindwütiges Wüten verfallen. Morden führt er durch unsere Reihen. Nein, bis der Feind nicht zur Strecke gebracht ist, ist ein Angriff auf Backstisch ganz ausgeschlossen. Was wäre, wenn wir dieses Problem für Sie erledigen? Wäre ganz wunderbar. Weil denn, ihr könntet mit unserem Feind aufnehmen, an dem so viele meiner Männer gescheitert sind. Also los, ist so klein! Haben schon ganz andere klein gekriegt. Sagen uns einfach, wo ihr wie das ausspüren können. Sollen wir da wirklich ausspüren? Ich hätte sie schon wegdrücken sollen. Wollt ihr die Höhle des Löwen? Selbst? Die Helden oder den Narren? Ist da ein Unterschied? Ja, wie er meint, zeigt uns seine Position auf. Seht, da könnt ihr ihn finden. Ich bin blind, ich kann ihn nicht sehen. Sucht euer Glück, aber ich fürchte, euer Lebewohl sagen, euch Lebewohl sagen zu müssen. Schlechtschlag, wie waren wir denn wieder da? Puh, Anfänger, kann man sich hier irgendwo heilen? Nein. Nein, verpiss dich. Scheiß Arschloch. Ich sehe das riesige X da hinten nicht. Wo muss ich hin? Ich muss bestimmt den Elefanten töten. Oh.
müsste eigentlich auf Erika stehen, weil in Indien die Kühe heilig sind. Ich weiß auch nicht, wie ich darauf komme. Wer kennt das Zitat? Ja. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Allmächtiger, Schreck hat wahrlich nicht übertrieben. Hier scheint in der Tat ein Monster zu hausen. Wir speichern erstmal. Es kommt immer ein phänomenaler Endkampf. Kara Ben Nemsi. Kein Schritt weiter, hinterlige Brut. Dachte wohl, euch unbemerkt einen edler Stall der Gerechtigkeit anschleichen zu können. Wie? Anschleichen? Wir sind gerade auf den Anstieg im Pornbass spaziert. Agrodoburg hat euch mein untrügerischer Adler. Untrügerisches Adler. Rechtzeitig erspäht, bevor ihr nah genug für Tücke wart. Zurück! Hat sich niemand irgendwie angeschlichen? Schaut recht über meine Sinnesgaben. Nun ist es zu spät. Ihr seid erkannt. Wer bin ich? Wie ging er an? Der Schreck ist euch sichtlich in die Glieder gefahren. Und nun zermahne ich euch mit meinen mächtigen Rechten. Nun ist aber genug, mein Herr. Sie stehen hier waschecht Helden gegenüber, keinen billigen Strolchen. Wie, was, Helden? Sie? Sehen den hiesigen Strauchdieben tatsächlich wenig ähnlich. Mein Aufzug kann täuschen. Das Gute ist keine Frage des Kostüms. Ich werde sie prüfen. Irgendwann hoffe ich, einmal einem Manne zu begegnen, der ohne Umschweif einfach tut, was man ihm sagt. Weiß er jetzt endlich, was ich am Herzen schätze? Ruhig, ihr beiden. Was soll ihr prüfen und aussehen, Herr Ben Nemsi? Besiegen Sie mich. Was soll denn bitte sehr das beweisen? Ein Bösewicht hat mich hier besiegt. Ich sollte auch gegen ein edles, steiles Gut bestehen können. Also, besiegen Sie mich. Und ich weiß, dass Sie nichts Böses im Schilde führen. Das ist eine wirklich seltsame Kombination von Logik und Überheblichkeit. Ben, bereit zum Kriegen, Hans! Ein Kampf? Nein, nein. Ich fürchte, Sie haben die Natur meiner Prüfung nicht ganz erfasst. Kampf wäre in der Tat auch sehr ungeeignet. Wir müssten Sie meinen töten, um unsere Lauterkeit zu demonstrieren. Scharfsinnig. Herr Reisender, aber nun haben wir genug geplänkelt. Es ist Zeit für die Prüfung. Oh, ich darf nochmal speichern. Sie müssen aus drei Herausforderungen siegreich hervorgehen, die Sie bis zum Äußersten fordern werden. Anfang! Sei, bestehen Sie die erste Prüfung, die Prüfung der Namen. Auf für dir, Freund. Beweis wieder einmal deinen Wert. Hier kommt Ihre erste Prüfung, Herausforderung. Guten Tag, ich heiße Hachi Halef Omar Ben Hachi Abdul Abbas Ibn Hachi Dawud Al-Gusara. Heißen, sehr angenehm, Ihre Bekanntschaft bahnen zu dürfen. Das ist Ihre Antwort auf die Herausforderung. Hey, wie mein? Fühlst du das sonnenklar? Beim Namensfessen versuchen, seinen Kontrahenten zu überwinden. Also, wer nimmt die Herausforderung an? Na, von Magwitz, denn sonst? Also, Vornamen, habe ich recht? Wongrim, Ludwig, Ferdinand Fred, von Magwitz, Jürgen Liene, der davon.